Hallo, ich bin Tassia, komme aus Freiburg und studiere hier an der Hochschule Makromedia in München Medien- und Kommunikationsmanagement. Mein Name ist Julia und ich studiere auch meinen Master hier in Medien- und Kommunikationsmanagement. Also mein Name ist Michael. Mein Name ist Christian Gertig. Mein Name ist Professor Dr. Aljosch Agarwal. Ich bin Leiter im Bereich Digitalisierung und Business Development bei der Deutschen AVIA-Zentrale in München. Ich bin seit 7 Jahren inzwischen Professor an der Hochschule Makromedia und kümmere mich gern um die Partnerprojekte. Also wir hatten in unserem Praxisprojekt mit der AVIA-Gruppe zu tun. Die AVIA ist ein Verbund mittelständischer Unternehmen, die ja, im Bereich des Energiehandels tätig sind. Kraftstoff, das ist sicherlich unser klassisches Geschäft und auch das Gesicht nach draußen. Daneben haben wir noch weitere Mineralölprodukte wie Schmierstoffe, Heizöl, aber auch seit neuestem netzgebundene Energieträger. Also am Anfang muss man schon sagen, dass wir gerade wir Frauen ein bisschen überfordert waren mit einer Branche, mit der wir nie was zu tun hatten. Schmierstoffe, Heizöle. Der Grund, warum eine Zusammenarbeit mit so einem Partner wichtig ist, ist, dass diese digitale Transformationsthemen über alle Branchen hinweg verschiedene Schwerpunkte haben, aber auch sehr, sehr viel gemeinsam haben. Themenvorgabe war die Tankstelle der Zukunft. Business Development durch strategische Kooperation mit agilen Startups. Unser Team hat sich speziell mit den Customer Touchpoints beschäftigt. Wie können Startups eigentlich heutzutage Unternehmen im Technologiefortschritt einfach unterstützen? Wir haben also analysiert, welche Berührungspunkte hat der Kunde, wenn er tankt, wenn er auch dann bezahlt im Tankstellenshop. Wie kann man das Ganze verbessern durch Technologien wie Mobile Payment, In-Car Payment? Welche Daten werden daraus generiert? Wie kann man die dann auch auswerten mit Big Data Analytics? Ich glaube, dass unsere Ideen auch bei der AVIA-Gruppe gut angekommen sind. Die Ergebnisse, die wir aktuell sehen dürfen in den finalen Präsentationen, sind sehr erfreulich. Die Praxisnähe ist aus meiner Sicht erstaunlich. Und wir haben jetzt noch 4 Präsentationen vor uns von 4 Teams. Freuen uns auch drauf, was wir hier noch erfahren und auch mitnehmen können. Und dann denke ich, war das eine sehr gelungene Zusammenarbeit.